Und in Zirl, direkt bei der Unglücksstelle, begrüße ich jetzt unseren Reporter Alexander Wegliner. Herr Wegliner, wir wissen, was passiert ist, aber wird mittlerweile auch klarer, warum es zu diesem Unglück gekommen ist? Ja, Auslöser für diesen Unfall war ein PKW aus München, der talwärts unterwegs war. Und dieser PKW ist in einer unübersichtlichen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, frontal in den Bus gekracht. Der Bus ist daraufhin nach unten gerutscht, talwärts gerutscht und hat dabei noch drei Autos touchiert und ist dann über diese Böschung ungefähr 10 Meter in diesen Wald gestürzt und dort nur aufgrund der Bäume hängen geblieben und dadurch konnte eigentlich Schlimmeres verhindert werden. Sie sagen, es konnte Schlimmeres verhindert werden. Es gibt allerdings 2 Schwerverletzte. Was weiß man denn über die beiden? Ja, bei den beiden Schwerverletzten handelt es sich um die Insassen des PKWs aus München. Eine ältere Dame, eine jüngere Dame, vermutlich Mutter und Tochter. Genau, es ist aber noch nicht gesichert. Die beiden Damen wurden mit schweren Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser nach Garmisch-Partenkirchen und nach Innsbruck gebracht. Lebensgefahr besteht laut erster Auskunft des Einsatzleiters vom Roten Kreuz derzeit nicht. Vielen Dank, Alexander Wegliner, direkt von der Unglücksstelle in Zirl in Tirol.